Willkommen zurück, Leute, zum wahrscheinlich letzten Part von Ori and the Blind Forest. Wir befinden uns immer noch hier im Horuberg. Und ja, ich denke, wir machen uns gleich auf den Weg wieder zurück. Wir haben nämlich hier im letzten Part diese Lavafontäne hier deaktiviert, mehr oder weniger. So. Die Frage ist, wie kommt man hier einigermaßen gut zurück? Okay, scheint anscheinend ganz gut geklappt zu haben. Oh, shit. Ja, wie man hier zurückkommt, ist aber schon ein bisschen krank, oder? Shit, jetzt habe ich da getroffen. Komm, 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 flieg. Oh mein Gott, es war knapp. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Ich muss hier noch hoch. Ah, mit Hilfe von dir. Okay. Es verlief hier eigentlich ganz gut. Wieso kann ich hier keine Seelenverbindung? Naja, dann mache ich es halt hier. So. Das Kartensteinfragment haben wir immer noch nicht gefunden. Ich glaube, das habe ich übersehen. Ist aber, wie gesagt, eh nicht wichtig, da es ja nicht wirklich essentiell ist. Dient halt nur mehr oder weniger als Hilfe. War ich jetzt hier drüben schon? Ja, da war ich schon. Dann würde ich sagen, gehen wir doch hier lang. Da oben ist auch nichts, oder? Nee, von da kam die Fontäne, alles klar. Okay, ihr seht schon, wir haben schon 70% des Horubergs erkundet. Yay. Muss ich hier lang? Da unten ist auf jeden Fall Erfahrung, aber wie man hier rankommen soll... Shit, da war... Braucht ihr mich nicht fragen. Vielleicht kommt man da erst dran, wenn man irgendwas wieder deaktiviert hat. Aber jetzt bin ich leider gestorben. Jetzt muss ich nochmal lang gehen. Damn. Shit, nein, geh doch weg! Yay. So, am besten hier nochmal speichern. Ich muss doch da hoch jetzt, oder wie? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Okay, das hat er auf jeden Fall zerstört. 400 Erfahrung. Wohin? Da hoch. Nein. Da hoch. Hier dürfen wir nicht so lange stehen bleiben, sonst verbrennen wir uns. Okay. Kann ich das auch? Ja, kann ich. Was bringt mir das, wenn ich das hier oben... Okay, wenn ich das hier hin tue, dann kann ich unten durch. Müssen wir kurz warten, bis ich das ausgependelt hat. Genau. Dann können wir hier durch. Was bringt das hier? Ups. Moment. Was bringt dieser Hebel? Okay. Komm mal her. Kann ich das jetzt... Ah, damn. Wie macht man das denn? Moment mal. Ich habe eine Idee. Komm her, komm her, komm her. Nein, bleib da. Hey, das funktioniert nicht. Scheiße. Moment mal. Kann ich das auch nochmal... Das ist gar nicht so einfach hier. Ich habe das auch relativ... dumm in Erinnerung. Ah, ich kann es nicht. Ah, ich dachte, ich kann die Verbindung hier kappen. Das geht leider nicht. Ich muss irgendwie hier rein. Oh Gott. Wie habe ich das überlebt? Geh mal hier hoch. Wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ah, fuck. Wie geht denn das? Nein. Jetzt glaube ich, hätte es gepasst. Scheiße. Ich glaube, ich mache das komplizierter, als es eigentlich sein soll. So, ich gehe mal hier hoch. Das ist ja eigentlich klar. Damit ich hier unten durchkomme. Aber was jetzt? Ich muss doch den... das hier nach rechts tun und dann den Ding da hoch, oder? Denke ich.
Nein, bleib doch da. Ja. Okay. Okay. Die Frage ist, wie komme ich an die Erfahrung ran? Da kommt man wahrscheinlich erst hin, wenn man das gekappt hat, oder? Moment mal. Nee, 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 nee. Ich muss das da hochbringen. Nein! Nein! Du scheiß abgefucktes Teil! Oh mein Gott, wie schwer ist das bitte? Oder ich mache hier irgendwas falsch. Jawohl. Es geht eigentlich. Och, geh da hoch. Okay. Ja, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Yes, wir haben es geschafft. Aber wie ich an die Erfahrung rankomme, weiß ich nicht. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Wenn, dann lasse ich sie einfach. Oder ich gucke dann beim Rückweg nochmal. Boah, das war gar nicht so einfach, ey. So. Okay. So. Damit senkt sich die Lava bzw. der Magma. Ich gucke jetzt noch, ob ich irgendwie da rankomme, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie. Nee, ich glaube, ich lasse es einfach. Bin ich ganz schnell unten durch? Nee. Komm, ich lasse mir das. Lass mir die Erfahrung, oder? Ja, komm. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben alle Lebenszellen gefunden. Renn. Moment, aber da unten komme ich jetzt hin. Ja, das nehme ich dann schon noch mit. Moment, Moment, Moment. So. Okay. Aber wie komme ich wieder hoch? Mit dem Dreifachsprung ist es einigermaßen machbar. Und schnell raus hier. Schnell, 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 schnell. Und raus. Okay. Gut, dann noch auf die andere Seite. Verdammt. Hier waren wir schon, oder? Ja, hier unten muss ich lang. Hier ist Erfahrung. Ach, da ist gar nichts mehr. Ach so. Puh. Moment mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich hier lang? Hier hat sich die Lava ein wenig gesenkt, oder? Ja, aber nicht so weit. Ich bin tot, oder? Damn. Hey, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe gerade irgendwie total die Orientierung verloren. Ich muss die Erfahrung wieder mitnehmen. Ja, ich hätte vorher speichern müssen, das war... Als ob man hier direkt stirbt. Laber nicht. Verdammt nochmal, ey. Das war schon wieder knapp. So, jetzt passt's aber. So. Und raus. Ich einmal hier nach unten und hol mir mal eben schnell die Erfahrung hier. Scheiße, du Drecksvieh. So. Oder waren wir hier doch noch nicht drin? Nee, wir waren hier doch noch nicht, ne? Nee, deswegen. Ich dachte mir schon. Kann ich hier durch? Nee. Okay, ich glaube, das ist der letzte Raum jetzt. Schaut zumindest so aus. Yeah, yeah. Aber es sieht so mega cool aus, alles grafisch. Was willst du denn hier? Was will dieser Gegner denn hier? Ist da oben was? Nein.
Okay. Hier ist auch nichts. Was jetzt? Einfach rüberfliegen? Nehmen wir aber einen Jump mit. Mhm, einfach rüberfliegen. Ah, okay. Ja, das war aber recht einfach. Oh, shit. Shit! Sagt er und... Oh Gott. Vor allem habe ich jetzt auch extrem lang gewartet. Alles klar. Ach so. Da hätte man hoch sollen. Alles klar. Ja, aber ich habe es wieder verkackt. Boah, krass. Ich sag noch... Oh, das ist aber jetzt einfach. Von wegen. Hä? Wieso konnte ich jetzt keinen Dreisprung machen? Betrug. Hey, Ori. Come on, please. Eins, zwei. Ja, jetzt geht's. Gerade ging's nicht. Ja, es dürfte trotzdem nicht so schwer sein, oder? Andererseits, die Lava kommt ziemlich schnell. Ja, klar. Ah. Oh, krass. Schnell speichern. Aber da unten ist noch was. Oh. So. Genau. Oh, wir haben ein neues Level. Krass, perfekt. Genau das wollte ich noch erreichen. Weil jetzt können wir noch das hier machen. Ultra-Verteidigung. Und das ist eh nicht mehr wichtig hier. Gespür. Wenn möglich ist, durch Wände zu sehen. Das brauchen wir eh nicht mehr. Oh Gott. Ich darf da nicht mal lange stehen. Oh mein Gott. Aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, ah, nochmal. Sehr schön. So, jetzt muss ich halt nur wieder rüber. Auf die andere Seite. Das wird nicht so leicht. Okay, okay, rüber. Okay, wir haben es geschafft. So, die Erfahrung nehmen wir noch mit. Wir brauchen sie zwar nicht mehr, weil wir eh nichts mehr upgraden können. Deswegen war es auch relativ unnötig, die andere Erfahrung noch mitzunehmen, die wo wir ausgelassen haben, weil es eh nichts gebracht hätte. So. Raus hier. Gut. Dann gehe ich hier unten lang. Nehmen wir die Erfahrung mit. Wie gesagt, wir brauchen sie nicht, aber... Hey, du Idiot, spinnst du? Oh, shit. Kann ich hier stehen? Was ist hier? Ups, sorry. Auf der anderen Seite wäre noch Erfahrung gewesen. Komme ich hier nochmal hoch? Hey, du blöder Idiot, Mann. Ja, ich komme hier sogar nochmal hoch, glaube ich, wenn ich mich gut anstelle. Ja, ja, dann nehmen wir die Erfahrung auch noch mit. Kommt, vollständigkeitshalber. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht sterben, weil wir haben kaum mehr Leben. Ja. Ja klar, und wo kommen die Viecher jetzt bitte her? So, Erfahrung. Ist da noch was? Ne, nur noch ein Drecksvieh, alles klar. Okay. Und da unten habe ich einen Boss gesehen, ne? Ja, ja, du wieder. Ich kenne wir auch schon. Aber diesmal in Lava-Form. Und wir werden auch noch abgeballert. Shit. Oh, ich habe noch zwei Leben. Ein Treffer noch und ich glaube, wir sind da. Ja, wir sind down. Ein Treffer noch. Oh, ich habe wieder nicht gespeichert. Jetzt muss ich wieder die Dinge holen, die Erfahrung. Sorry, dass ich immer so wenig speichere. Aber ich denke da auch nie dran. Und wieso hat mich das jetzt gekillt? Wie der letzte Part hier failig ist. Das ist unfassbar. Ja, komm her. Hä? Wieso ging das jetzt nicht? Das war aber schon Betrug. Ich habe den genauso durch gegen die Wand geballert wie den ersten. Ja, jetzt ging's. So, nimm die Erfahrung mit. Geh da hoch und speichere nochmal. Zur Sicherheit. So, und jetzt kümmere ich mich um dich.
Ja, das Schwierige ist halt, dass man abgeballert wird die ganze Zeit. Okay. Ja, nur weniger als die... Was? Hä? Wurde der so schnell gekillt oder was? Okay. Das ging jetzt schnell. So, speichern. Wo sind wir denn jetzt? Ganz unten. Wir haben 100% des Horubergs erkundet. Wir haben 100% des Spiels. Wir haben die 100%. Was passiert jetzt noch? Ich weiß es echt nicht mehr. Okay, wir können hier rein. Was ist auf der rechten Seite? Errungenschaft freigeschaltet. Hier, doch, hier kommen wir schon lang. Aber was ist hier? Hier ist gar nichts. Kann nicht sein, oder? Doch, hier ist irgendwie gar nichts. Okay. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Los geht's. Kann nicht mal mehr die Karte öffnen. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Oh shit. Oh mein Gott, oh mein Gott, beeil dich, beeil dich, beeil dich, Ori. Wieso bist du nicht gesprungen? Wieso nicht? Ah. Okay, weiter, 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 weiter. Sprung. Nach unten. Oh Gott, das wird ein Wettlauf gegen die Zeit, mehr oder weniger. Schnell, schnell, schnell. Oh shit, jetzt muss ich kurz warten, oder? Komm ich da hoch? Nicht, nein, 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 schnell rüber, schnell rüber. Oh Gott, ich lebe noch. Nach unten. Shit. Nein, wieso nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich lebe noch. Obwohl es total schlecht war. Nein, ich komme nicht hoch. Okay. Boah. Weiter, weiter, weiter. Was jetzt? Was jetzt? Nein! Nicht direkt in die Flamme rein! Hier nach unten, ne? Boah, ey. Ich glaube, das war wieder extrem knapp. Wieso zum Teufel ist hier Wasser? Was jetzt? Ach so. Nein! Nein! Was? Was? Nochmal alles? Oh mein Gott. Ich habe nicht gesehen, dass man da fliegen konnte. Verdammt. Wieso springt der mal manchmal nie? Ich verstehe den. Hä, schon wieder? Ah doch, jetzt hat das noch geklappt. Als ob. Oh, wir waren, glaube ich, schon kurz vorm Ziel wieder, oder? Holy crap, Mann. Okay, das war gut und schnell. Weiter, weiter, weiter. Achtung, hier jetzt nach rechts. Hoch, hoch, hoch. Okay, weiter. Kann halt hier auch nicht zwischenspeichern. Das haben die Entwickler natürlich bedacht. Okay. Bis hier geht's eigentlich. Was kam jetzt? Na, jetzt kam hier der Wind. Shit. Wieso denn? Was soll ich denn da machen? Hä? Was soll ich denn da machen? Ich war doch drin, ich habe mich doch versteckt. Und er ist wieder nicht gesprungen. Boah, Alter. Ich weiß nicht, was ich da machen muss, ist das Problem. Hä? Ich hab mich doch... Oh, ihr Drecksmeteoriten oder was das auch immer sind. Oder Stücke vom Vulkan oder was weiß ich. Warten. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Wir werden hier wahrscheinlich noch öfter sterben. Ich war doch gerade... Oh shit, das habe ich das vergessen. Schnell rein hier. Hä? Oh,
wir sterben, oder? Nee, wir haben es noch geschafft. Hey, ich hab gedrückt auf Fliegen. Betrug. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Verdammt, ey. Okay, come on. Komm schon, Ori. Die eine Stelle ist auf jeden Fall am schwersten, wo man dann die Feder nutzen muss. Definitiv. So. Zack, hier war ich vorher zu langsam. Das hat irgendwie nicht... Ah ne, das war diese Stelle hier erst. Man muss immer schneller sein. Nein! Ich glaube, ich bin zu langsam. Oder? Doch, es passt, es passt, es passt. So, jetzt. Was hier? Ich verstehe es nicht. Ich bin dahinter und es funktioniert nicht. Und er trifft mich trotzdem. Was mache ich hier falsch? Darf man sich hier echt nicht einmal treffen lassen, damit man hier durchkommt? Boah, Alter, come on. Please. Das ist definitiv bisher das Schwerste. Aber ist auch noch das Finale natürlich. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendeine bestimmte Route verfolgen soll. Und wieso werde ich eigentlich hier andauernd getroffen? Hä? Hallo? Shit, Mann. Shit. Schneller. Stampfattacke. Okay. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Jetzt kommt das wieder. Was soll ich hier machen? Was soll ich tun? Okay, ich hab's geschafft. Wieder hoch. Noch höher. Noch höher. Ich glaube, wir haben es geschafft. What the fuck? Ori, bitte steh auf. Tatsächlich, das war das letzte Hindernis. Da, wo wir die ganze Zeit gestorben sind. Der Geisterbaum ist so nah. Er ist unsere letzte Hoffnung. Der Geisterbaum ist nah. Nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wald von Nibel wird wieder leben. Fuck. Thank you.
Wow. Wer hätte gedacht, dass genau Kuro alles, den gesamten Wald, Ori retten würde? Und das war Ori and the Blind Forest. Wow, dieses Ende. Gut, dann muss ich mal ein Fazit abgeben. Also, ihr könnt euch ja schon denken, ich habe schon unter dem ganzen Let's Play echt geschwärmt von dem Spiel. Es ist meiner Meinung nach eins der besten Spiele 2015 gewesen. Einfach nur atemberaubend, sowohl musikalisch, was man auch hier wieder hört. Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man diese Musik hört und... Oh mein Gott, einfach nur geil, einfach nur geil, geil! Super! Also, wie gesagt, grafisch absolut bombastisch, der Detailheitsgrad, unfassbar. Die Musik passt super. Man, die Story ist... berührt einen auf höchster Ebene. Es ist einfach so schön. Dieses Spiel ist so schön gemacht. Ich weiß nicht, was ich als Kritik nennen soll. Es ist sehr, sehr schwer. Das muss man auch sagen. Also es ist nicht einfach. Es macht super viel Spaß. Man kann sehr viel erkunden. Ja, was soll ich noch sagen? Was soll ich sagen? Das Spiel ist einfach Bombe. Es ist einfach nur so unfassbar gut. Es gibt kaum was zu aussetzen, meiner, für mich. Höchstens, dass es vielleicht ein bisschen kurz ist, ja. Ich meine, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Das ist der 14. Part, kann es sein? Und solche Entwicklerstudios gehören einfach supported. Die haben so viel Talent. Also Moon Studios meine ich jetzt. So viel Talent steckt in denen. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Ori and the Blind Forest haltet. Also, wie ich das erste Mal gespielt habe, war ich ein bisschen skeptisch. Aber ich habe 10 Minuten gespielt und schon hatte mich das Spiel in seinen Bann gezogen. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu spielen. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und so war es auch dieses Mal wieder beim zweiten Durchspielen zusammen mit euch. Einfach nur ein unfassbar gutes Spiel. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wer auf jeden Fall eine Herausforderung sucht in Sachen Jump'n'Runs, ist hier gut aufgehoben, weil es ist echt nicht einfach. Und ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, holt euch das Spiel. Es macht noch mehr Spaß beim selber spielen als beim Zuschauen. Meiner Meinung nach eines der besten Soundtracks überhaupt, die es überhaupt gibt. Der Sound bzw. das Musikalische passt so gut zu dem, was passiert, zum Spielgeschehen. Ist einfach unfassbar. Man kommt sich vor allem auch mit dieser Grafik, als wäre man in einer Fantasiewelt gefangen.
Man kann alles erkunden, es ist alles mysteriöser, voller Rätsel und Secrets. Aber nur schön. Ich werde es auf jeden Fall für immer als einer meiner absoluten Lieblingsgames im Kopf behalten. Und zum Schluss will ich nur noch sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao, Leute.